Herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge von Götterfunken Genuss für Geist und Gaumen. Am 1. Juli, genau vor 10 Jahren, habe ich die erste Episode eingestellt. Damals mit Goethe als Götterfunken-Paten, der ja ein Anti-Raucher war, und auch mit der ersten recht zweifelhaften Reichranitzky-Parodie. Und natürlich wollen wir uns bedanken für alle, die uns auf dem Pfad von Anfang an und auch seit kurzem begleitet haben. Und wir ist natürlich David vor allen Dingen mit gemeint, der in der Jubiläumsfolge nicht fehlen darf. Okay. Und der nicht nur für diese Folge, sondern auch sonst viel vorbereitet, aber in dieser Folge hat es dich erwischt, da haben wir dich richtig durch die Welt gejagt. Jedenfalls öfter. Und ja, wir möchten uns auch bedanken für die zahlreichen Teilnehmer an der Verlosung, die ja sowas wie ein kleiner Appetit hatten zu dieser Folge sein sollte, des Silver Awards. Und es waren unheimlich viele Menschen, die teilgenommen haben. Viele, viele E-Mails sind eingegangen. Wir haben sie alle gelesen. Wir mussten ja auch gucken, ob die Bedingungen erfüllt sind. Und es waren teilweise nicht nur einfach, ja, ich möchte den Award gewinnen, was völlig in Ordnung ist, und dann ein Beispiel für Götterfunken gegeben, sondern es waren auch viele wirklich bewegende, berührende Geschichten, die man sonst nicht erfahren hätte, weil sicherlich eine Kommentarfunktion im YouTube nicht der richtige Weg ist, private Dinge sozusagen zu äußern. Aber es waren wirklich viele sehr, sehr schöne, ja, motivierende Worte dabei. Und dafür nochmal ein ganz großes Dankeschön von mir. Von mir auch vielen Dank. Ich habe mich auch ein paar Mal wieder gefunden. Ein paar Mal? Häufig. Und das hat mich natürlich sehr gefreut. Und dafür möchte ich mich auch auf diesem Wege herzlich bei den Zusehern bedanken. Und die Verlosung hat natürlich auch schon stattgefunden. Unser Götterfunken-Glücksrad hat den Gewinner ermittelt. Das können wir uns mal eben ansehen. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal von dieser Stelle an Erik H. aus Geesthach. Das ist irgendwo im Norden. Hamburg, bei Hamburg? Wahrscheinlich, eine Zweiernummer. Auf jeden Fall nochmal herzlichen Glückwunsch. Den Preis haben wir bereits rausgesandt und er ist wohl auch schon eingetroffen. Unsere silberne Schallplatte. Ja, und für alle, die naturgemäß bei der Verlosung leer ausgegangen sind, haben wir aber in diesem Jubiläums-Special zwei Besonderheiten, auf die wir noch eingehen werden, und wir wollten uns auch vornehmen, mal die drei häufigsten Fragen zu beantworten, die immer wieder in E-Mails und Kommentaren kommen und auch jetzt bei der Verlosung gekommen sind. Eine der Fragen, David, und da kommst du mit dem, was du mitgebracht hast, hier ins Spiel, war immer: Was ist eigentlich unsere Lieblingszigarre? Ja, David, was hast du überhaupt, was sind das für Bauchspinnen, die du hier hast? Die kommen von Toronto, vom Flughafen. Da haben mich neulich Freunde besucht. Die kamen aus Toronto und haben mir ein kleines Mitbringsel als kleines Gastgeschenk mitgebracht. Und das sind diese kubanischen Zigarren, die aber nochmal mit einer besonderen Banderole versehen sind, die Originalbanderole überdeckt. Also nochmal extra, das heißt, die Original ist schon darunter, oder? Ja, lass uns die aufmachen. Und dann schauen wir mal. Ist das so ein Anti-Kuba-Ding? Anti-Raucher oder Anti-Kuba-Ding, damit es neutral ist? Tatsächlich. Und dann bin ich auch schon dabei, ja, Lieblingszigarre. Was ist meine Lieblingszigarre? Ich schreibe das auch schon mal so, wenn das in den Kommentaren gefragt wird, ich kann es nicht sagen. Ich kann es wirklich nicht sagen. Es gibt, wenn es so etwas überhaupt gab, in den späten 80er oder Anfang 90er Jahren, sind mir mal einige kubanische Dunhills in die Hände gefallen. Und das war wirklich ein Erlebnis, was ich lange, lange bis heute nicht vergessen habe. Top-Zigarren, wirklich sehr schöne Vintage-Zigarren, ganz hervorragend. Ansonsten habe ich mich heute
weil es ganz unterschiedlich ist. Es kann eine Davidoff sein, es kann eine Maifasas sein, es kann eine Pepin sein, es kann was Kubanisches sein. Ich habe mich für einen Klassiker. Eine meiner Lieblingszigarren. Eine meiner Lieblingszigarren, sagen wir so, die Patagas D Nummer 4. Ich glaube, da gibt es sogar ein Video drüber. Schneiden wir sie mal an. David, für was hast du dich entschieden? Also ich habe angefangen, eigentlich kubanische Zigarren zu rauchen. Das war Romeo und Julieta, aber mit Hoyo de Monterrey, diese Zigarre, die ich hier habe. Damit verbinde ich halt mein Kuba-Erweckungserlebnis. 2014 und 2015 habe ich Kuba intensiv bereist und war auf den Plantagen von Hoyo. Das taucht, glaube ich, auch mal in einem deiner Videos auf. Ja. Und ja, so das war die von, ja, genau, wo dieser, oder war das Robaino? Das war das Silvester-Spezial. Ja, kann sein. Und ja, seitdem ist Hoyo so etwas wie meine Lieblingsmarke schon. Ja. Aber auch nur eine von anderen. Und welches Modell hast du jetzt da? Welche? Das ist die Serie Le Hoyo. Das ist die ist eigentlich recht neu. Die kam, bevor wir, als wir Kuba noch bekamen. Und dann kam die raus. Das ist ein ziemlich großes Format. Du hast hier eine Doppelrobusto. Sieht nicht schlecht. Sieht schön aus. Der Hoyo de Monterrey habe ich auch sehr früh geraucht. Damals sehr schlanke Formate. Le Hoyo de Gourmet hieß die, glaube ich. Das finde ich sehr schlank. Ja, sehr schlank. Schöne milde Zigarren für Kuba. Ja, entfachen wir die. Und trotzdem komplex. Eine Schicht. Aber der feine Herr möchte erst noch mal bohren. Achso, der feine Herr schneidet nicht. Ich habe auch eine Frage übrigens an dich. Ja, bitte. Du hast die geschliffenen Nosengläser aus deinem Schrank geholt. David, du weißt auch genau warum. Heute gibt es was sehr Spezielles. Sie haben es vielleicht schon in der Überschrift gelesen. Ein Zigarmalt aus dem Hause Balefin, was übrigens halbwegs gelogen ist. Und das Haus ist eigentlich etwas, aber dazu wirst du uns mehr erzählen später. Zunächst noch die zweite Frage, die immer wieder und seit den letzten Jahren ganz häufig auftaucht, ob ich denn im Kanal mal endlich oder irgendwann so etwas wie Merchandising oder Merch anbieten würde. Also letzten Endes Werbeartikel, und ich habe gesagt, nee, also das soll ich jetzt hier irgendwie Tassen bedrucken lassen oder T-Shirts im 50XL-Format, damit sie sich hier eine Zeltstadt bauen können. Ich hätte gerne Tassen. Nein, so ein Tinnef, das wäre nichts für den Kanal. Wir sind immer noch irgendwo ein Genusskultur- und Kulturgenusskanal, wo es um schöne Dinge, Kunst, Musik, Lyrik, Whisky, Zigarren, all sowas geht. Und da ich aber den Wunsch verstehe, wenn man für etwas begeistert ist und etwas gut findet, auch, sagen wir mal, Devotionalien zu erwerben, dachte ich mir, ja, was kannst du machen? Irgendwas verkaufen, was jetzt so ein Tinnef ist? Nee, wie gesagt, nicht. Aber da kam mir dann das Schicksal zur Hilfe in Gestalt eines Künstlers, der sich mit Götterfunken und meiner Person auseinandergesetzt hat und einen Linolschnitt dieser Götterfunken-Szenerie angefertigt hat. Und den kann uns Miss Götterfunken in der Jubiläumsaufgabe vielleicht einmal zeigen. Der Rahmen ist vielleicht ein bisschen groß geraten. Vielleicht hätten wir ihn ausraten sollen, aber wir ziehen ihn gleich nach vorne, dann sieht man es vielleicht etwas besser. Und was ist aber überhaupt ein Linolschnitt? Das um 1860 herum erfundene Linoleum kennen die meisten Menschen als pflegeleichten Bodenbelag. Dabei wurde der Werkstoff nicht allzu lang nach seiner Erfindung, noch vor der Grenze zum 20. Jahrhundert, gehäuft auch für künstlerische Zwecke, eben den Linolschnitt verwendet. Hier sehen wir die Linolplatte, das Ausgangsmaterial für den Linolschnitt. Sie muss zur Bearbeitung gründlich gereinigt und mit Sandpapier vollständig glatt geschliffen werden. Hat der Künstler sein Motiv gefunden bzw. entworfen, fertigt er zunächst eine Zeichnung an. Entweder direkt auf der Linolplatte oder zuerst auf Papier, um sie anschließend auf die Platte zu übertragen. Ähnlich wie beim Holzschnitt
muss auch hier ein Negativmuster in den Bildträger geschnitten werden, damit sich der Kunstdruck hinterher richtig darstellt. Dies geschieht mit verschiedenen Stichel- und Schneidaufsätzen, die für feine bis grobe Schnitte verwendet werden und es dem Künstler ermöglichen, präzise Linien und feinste Details in die Linolplatte zu schneiden. Die hellen Stellen werden weggeschnitten, während die dunklen Flächen stehen bleiben. Dieser Prozess erfordert Erfahrung, Geschick, Geduld und Präzision, da das endgültige Ergebnis von der Genauigkeit in Breite, Tiefe und Schwung der Schnitte abhängt. Jeder Fehler kann das Werk ruinieren. Nachdem die Linolplatte fertig bearbeitet ist, wird eine Farbwalze mit in den meisten Fällen schwarzer Linoldruckfarbe eingefärbt, um diese gleichmäßig und in korrekter Menge auf die Platte aufzutragen. Ein Blatt hochwertiges Papier wird auf die eingefärbte Linolplatte gelegt, um den Druck aufzunehmen. Sobald das Papier korrekt positioniert ist, wird durch den Mechanismus der Linoldruckpresse eine gleichmäßige und kontrollierte Kraft auf die Linolplatte ausgeübt und so die Farbe von der Platte auf das Papier übertragen. Dieser Linolschnitt ist bei dem Künstler selber zu erwerben, ich verkaufe den nicht, aber so haben Sie eben, wenn Sie es denn wünschen, eine wirklich schöne Erinnerung oder etwas Schönes von diesem Kanal, was wertig ist. Aber das war der Werbeblock. Nein, es hat mich auch sehr berührt, dieses Meisterstück, was er da geschaffen hat. Also mit den Details, die Nullschnitt mit Büchern im Hintergrund, das ist schon nicht ohne. David, wir haben dich nach Schottland geschickt. Oh ja. Geflogen von Düsseldorf nach Edinburgh, ja. Und von da aus weiter ins pittoreske Pit Loch Rhee. Habe ich das richtig ausgesprochen? Korrekt. Du hast mir ein schönes Bild von mir, das sieht ja wirklich idyllisch aus. Was ist das für ein Örtchen? Da liegt, glaube ich, wie heißt es? Aberfeldy? Aberfeldy ist meine Nähe. Die Destillerie. Pit Loch Rhee ist so eine Vorzeigestadt, eine Kleinstadt, aber es ist schon so, dass. Ein sehr kleines Schmuckstück. Das ist sehr touristisch dort. Da bin ich mit dem Elektrofahrzeug von Edinburgh nach Pit Loch Rhee gefahren. Kenne da jetzt jede Ladestation natürlich. Trotzdem war ich umweltfreundlich unterwegs. Und ja, da gibt es viele Golfplätze, da gibt es Hirsche, ja, also bekannt für Jagd und Hirsche. Und das sogenannte Blair Castle ist da, wo auch dieser Keeper of the Quake Keeper stattfinden kann. Diese Landschaft hat etwas Zauberhaftes, zuweilen Melancholisches, besonders wenn der Nebel feenhaft über Fluss und Wäldern liegt und menschliche Laute fernab sind. Dann ergibt sich jene Stimmung, die uns glauben lässt an die Beseeltheit der Natur. Es ist, als vernähmen wir eine alte, lang vergessene Sprache, die uns doch irgendwie vertraut erscheint und die uns auch nur halb verstanden im Innersten berührt. Luftgeister. Winde tragen zu den Herzen durch ihr Wehen leises Zagen, süßes Flehen wie von Feen. Traurig scherzen sie und fragen nach den Tagen, wo wir sehen alle Klagen, alle Schmerzen stille stehen. Thank you.
das ist alles in allem eine richtig schöne Gegend und eine ganz, ganz bezaubernde kleine Stadt. Mit tollen Restaurants, Cafés und oben am Hang, wenn man dann rauffährt, so ein bisschen östlich Richtung Mullin, da kommt man dann irgendwann zu dieser kleinen Schmuckenbrennerei Eddradauer. Und das ist das Stichwort wieder für unseren Jubiläums-Whisky, denn wir haben tatsächlich von Eddradauer, oder zum Vintage müssen wir sagen, da erzählt uns noch was zu, ein Angebot bekommen, was wir nicht ausschlagen konnten. Und zwar durften wir uns, hart erarbeitet durch unsere 10-jährige Expertise und natürlich auch durch deine guten Kontakte und viele Reisen in die Whisky-Welt, durften wir uns aus dem gesamten Schatz des Lagerhauses einen würdigen Malt-Whisky heraussuchen, der zu unserem Jubiläums-Whisky wird. Den 6 Proben, glaube ich, erzähl mal ein bisschen. Du warst in diesen phänomenalen Lagerhäusern, hast den Duft des Kellers aufgesogen. Ja, das sind ja mehrere Brandweinlager. Das sind ja dann mehrere Warehouse hintereinander geschaltet, wo man dann immer wieder durchgeht. Unglaublich, wie groß und wie viele Fässer dort liegen. Tausende und Abertausende. Dabei ist es eine der kleinsten Destillerien noch, ne? Eine der kleinsten. Also war mal die kleinste, aber sie ist immer noch kleiner im Gegensatz zu den großen. Ne? Aber sie haben schon 2018 mal eben einfach alles verdoppelt. Ja. Und trotzdem ist es noch für, wenn man es jetzt mit den großen vergleicht, immer noch eine sehr kleine Brennerei. Da sind wir dann durch verschiedene Warehäuser spaziert und haben dann diese sogenannte Cask Cracking Fässer geöffnet, was ja schon an sich was Besonderes ist. Und da durften wir dann ein paar schöne Fässer in ein paar wirklich edle Schätze öffnen und ein paar Proben mitnehmen, die wir dann im Anschluss später auch zusammen gemeinsam verkostet haben. Ja, vielleicht machen wir das jetzt. Eigentlich wollte ich jetzt schon Götterfunken bringen, aber das passt gerade so schön. Lass uns doch die mal einblenden, einen ganz kurzen Eindruck, wie diese Verkostung so abgelaufen ist. Das sind natürlich ja mehrere Tage verkostet, über viele, viele Stunden, aber ich habe das mal so auf 2 Minuten so ein bisschen was, damit Sie einen Eindruck haben, zusammengeschnitten. Die typischen Zigarrenaromen, die wir am meisten haben, mit denen, die wir hier jetzt rausfinden werden. Ich habe hier spontan Erde. Also erdige Noten. Kannst du das austrinken? Ja klar, gerne. Kein Problem. Was ich schön finde, ist, dass der Alkohol erstmal nicht so extrem sticht in der Nase und dass auch direkt Vanilletöne durchkommen. Der hat auch eine Cremigkeit, ein schönes, elegantes Mundgefühl. Du sagst das und ich schreibe es auf. Falsch gemacht, denn das hier war der Chateau Neuf du Pape, den wir gerade hatten. Ne? Dann habe ich beim Barolo angetragen. Genau. Du kannst lesen im Gegensatz zu mir. Ich habe die Kontaktlinsen drin. Ja, er wird weicher, er wird milder, aber verliert auch diese Dominanz mit der Frucht. Dafür kommt ein bisschen mehr Holz durch jetzt. In der Nase Papaya und Mangos, die ganz im Entfernt etwas durchkommen. Oder reife Früchte, die schon so ein bisschen angegoren sind, ne? Leicht überreif, ja. Wo schon die Fruchtfliegen in der Nähe sind. Mhm. Also da können sich einige Zigarren mit anfreunden, glaube ich, auch bei dem. Obwohl er mit dieser leicht ätherischen Zirbennote, die über diesen überreifen Früchten und dem Marzipan liegt, vielleicht auch mit einer fruchtigen, milden Zigarre oder mit einer herbalen, mit irgendwie was wie der Griffins harmonieren könnte. Das passt richtig gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt die erste Begeisterung dieser Weinigkeit ist, bei mir kristallisiert sich gerade ein schönes Pairing raus. Aber alle drei sind sehr leicht rauchig. Es ist jetzt nicht, es sind keine Torfmonster. Wird nicht schlechter mit Wasser. Das ist doch nicht schlecht. Da kommt noch mehr Frucht. Jetzt öffnet sich das Bouquet und wir haben noch mehr Wald- und Beerenfrüchte. Auch hier habe ich aber wie beim Eddradauer, bei dem zweiten, habe ich hier auch eine dominante Himbeernote und Erdbeeren. Zur Zigarre ist der phänomenal. Den kann man ohne Zigarre genießen, mit Zigarre. Sevilla ist, heißt es beim Oscar und bei der Misswahl. Sevilla ist Mitarbeiterin Nummer 1
mit dem Balkan, 17 Jahre First Fill Bordeaux, habe ich das richtig gesagt? Richtig. Ja. Und da ist dann nämlich auch wieder drauf unser Linolschnitt. Da kommen wir gleich nochmal zu, wenn du das Etikett erklärst, was der raffinierte Designer gemacht hat. Das ist unser Fläschchen, unsere Jubiläumsausgabe, unser ganz persönlicher Whisky, der Zigarmold, passend zur Zigarre von uns ausgesucht, zu allen Zigarren, aber genauso gut auch ohne Zigarre, hervorragend. Wir empfehlen ihn ja Trinker. Wir empfehlen ihn als Malt und als Zigarmold, beides sozusagen. Ich mach die Flasche mal auf. Normalerweise überlasse ich dir den Job, aber du musst uns mal ein bisschen was jetzt zu Edward Dauer erzählen. Sehr gerne. Zur Geschichte vielleicht. Da kann man ein bisschen zurückgehen ins Jahr 1823. Dort wurde höchstwahrscheinlich zu Beginn erstmal schwarz gebrannt. Ja, oh, die Farbe. Ja, sehr dunkel geworden. Ne? Und das hängt dann auch mit der Zeit zusammen. 1823 gab es diesen sogenannten Excise Act. Da wurden dann die Zölle und die Steuern runtergesetzt. Der Staat musste sich irgendwas überlegen. Es gab über 400 illegale Whiskybrennereien. Und ja, durch diesen Excise Act haben sie es tatsächlich geschafft, dass die Leute dann ihre Brennereien angemeldet haben. Und die erste Benennung war dann unter Glen Forrest, 1823. Gründer war Alexander Forbes. Und 1825 verzeichnet man dann zum ersten Mal eigentlich die heutige Edward Dauer Distillery. Und die lag damals auch schon in einer Mulde. Das ist sehr interessant. Man kann die Brennerei Edward Dauer weder von der Stadt hinten, vom Pittori, kann man sie nicht sehen, als auch von oben vom Berg. Selbst wenn man rauffährt, kann man die Brennerei nicht sehen. Erst wenn man auf den letzten Metern wieder runterfährt, in diese Mulde hinab, da sieht man erst die Brennerei. Das war natürlich damals wichtig. Es ist ja ein idyllisches Ding, ne? Also ein Schmuckstück. Ein Schmuckstück, wirklich. Und da kommt wieder die Frage, wie gestatten Sie uns auch in diesem besonderen Video die Eitelkeit, für die Götterfunken selbst zuständig zu sein. Also sowohl von mir als auch von David werden wir was sehen oder haben vielleicht auch schon, ich weiß noch nicht, wie ich es zusammenschneide. Denn da kommt die dritte häufigst gestellte Frage ins Spiel, die nach der Berufung bzw. nach dem Beruf. Ja, was unser Beruf ist, ich sage zumindest, was unsere Berufung ist, können wir sagen. Bei mir ist es Symbolforschung, Mythenforschung, Bilderforschung, aber vor allem Lyrik, Musik und Kunst im Allgemeinen. Und bei David ist es von klein auf die Malerei. Ja. Schon. Du hast schon als kleiner Bub dich mit Malerei auseinandergesetzt. Ja, das stimmt. Früher übt sich. Ja. Und wie kam deine Begeisterung so? Ja, durch meine älteren Brüder, die viel gezeichnet haben. Und einer meiner Brüder kann das wirklich richtig gut. Und das war so ein Ansporn für mich. Ich wollte ihm nacheifern, wetteifern. Und am Ende war es dann ein dauernder Wettbewerb. Wer der bessere Zeichner ist. Ich sage jetzt nicht, wer der Bessere ist in der Familie, aber das ist bis heute so geblieben. Ich kann mich beim Malen einfach wunderbar entspannen und es gibt mir einfach auch eine tiefe Erfüllung, wenn ich male. Und dann kam irgendwann, ich hoffe wesentlich später, deine Whisky-Leidenschaft dazu. Ein bisschen später. Ein bisschen später. Und dann kam eben das Thema Whisky und Art auf und damit auch deine Vorliebe, die durch deine vielen Reisen kennengelernten Brennereien auch abzubilden. Am bekanntesten ist Davids Malerei für die einnehmenden Abbildungen der Brennereien, die er so zahlreich besucht hat. Diese Gemälde geben nicht nur den Räumlichkeiten seiner Whisky-Tastings zuweilen musealen Glanz, sondern zieren auch die Wände von Whisky-Handlungen, Bars, Destillerien und privaten Zimmern kunstaffiner Whisky-Fans. Auf seinen Reisen sieht sich David die Motive aus verschiedenen Perspektiven an und sucht nach der perfekten Schauseite. Er will sozusagen den Canaletto-Blick auf die schottischen Brennereien. Hier seine Ansichten von Blatnoch und Glenlivet.
Zuweilen interessiert er sich aber auch weniger für die Idealansichten der Anlagen als für besonders interessante Details wie die charakteristischen Türme von Strathyla, wo er auf das Hauptgebäude und in einem weiteren Bild auf die Türme selbst fokussiert. Bei Benriach fasziniert ihn die schier unendliche Reihung von sich gleichenden Lagerhäusern, die der Brennerei den Charakter verleiht, sie krieche wie ein Lindwurm durch die idyllische schottische Landschaft. Gesteigert wird diese Impression durch das dem Motiv entsprechende ungewöhnlich langgezogene Panoramaformat des Gemäldes. Und wer besonders gut hinsieht, entdeckt hier, wie auch in vielen weiteren Bildern dieses Sujets, im Himmel manchmal kaum zu erkennen oder auf den ersten Blick als Wolken wahrgenommen die Gestalt eines oder mehrerer Engel. Diese ihren Anteil den aus den Fässern verdunsteten Whisky genießenden oder auch einfordernden Wolkenwesen machen die Angels Hair Serie besonders beliebt. Ich fange mal hier bei mir mal an, falls da kommt. Hab ich mir gedacht, ja. Sonst ist ja Macho. Ja, ich glaube, ein Name ist wichtig bei Edward Dauer. Simington. Andrew Simington, ja. Was kannst du uns zu ihm sagen? Ja, Andrew Simington hat quasi die Brennerei wieder in schottische Hand gebracht. Sie erzielen 2002 dem Spirituosenkonzern Pernod Ricard abgekauft worden für ungefähr 6,8 Millionen Euro. Du schwärmst jetzt schon. Liegt das an, ja, den Geschissen, an den Geschissen? Das ist das, was ich auch beim Tasting sagte. Dieser erste Eindruck, wow. Dann hast du diese Nase und hast dann dieses französische Barrique-Fass. Du denkst erstmal ein bisschen an Wein auch, aber trotzdem ist es natürlich eine ganz klare Whisky-Note. Und man hat schon was. Ich habe noch so viel Ehrfurcht, dass ich erstmal nur schauen kann. Ja. Ja, aber Andrew Simington hat die Brennerei gekauft und er ist der Name, der Mann dahinter, der starke Mann, der diese Brennerei wieder zu neuem Glanze erhoben hat. Das ist eine ganz interessante Figur. Der hat, glaube ich, irgendwo im Hotel Fachmann gearbeitet und angefangen und hatte da, glaube ich, auch Whisky-Empfehlungen gegeben oder so. Seine Frau, die übrigens, glaube ich, aus Deutschland stammt, ja, war auch da in einem Hotelfach, glaube ich, in der Schweiz oder so, ich weiß gar nicht. Irgendwo tätig gewesen. Und irgendwann hat er sich dann einen Kredit genommen und sein erstes Fass sozusagen gekauft. Aber ihm verdanken wir, dass so viel auf den Whiskys heute bezeichnet wird und draufsteht. Mhm. Weil Signature Vintage hat er ja gegründet, ne? Das ist doch richtig. Ja. Und dieses Signature war, glaube ich, zuerst so gedacht, dass er irgendwelche Prominente finden wollte, die seine Flaschen unterzeichnen. Das hat dann irgendwie nicht geklappt. Aber er hat diesen Namen, ja, Signatory oder Zeichner beibehalten und hat dafür gesorgt, dass viele Einzelfässer rausgebracht wurden, dass Jahrgänge berücksichtigt wurden. Und das haben wir natürlich hier auch. Und dass vor allen Dingen all die Daten, auch welches Fass es ist, welche Art Fass es ist, welche Fassnummer es ist, das gibt er alles auf den Etiketten an. Das ist also wirklich wunderbar gemacht. Und bei unserem Etikett, das muss man nochmal einblenden, was ja auf Basis des Linolschnittes ist. Da hat der Designer, der das entworfen hat, wirklich ein kleines Meisterstück geleistet, denn er hat all diese Daten. Sein Meisterstück. Ja, all diese Daten als Titel, als Rückentitel der Bücher, die im Hintergrund stehen, draufgepackt. Und da liest sich, du hast es wahrscheinlich im Kopf. Also klar, wir haben gesagt, es ist ein First Fill Bordeaux. Oxhead, das müsste ja ein Barrique dann sein. Genau, 225 Liter Fassungsvermögen. Und zwar wahrscheinlich die Fassnummer 377. Ja, aus Warehouse Nummer 7, da steht nicht drauf. Also Warehouse Nummer 7, du bist ja aus Zelle 102. Ja. Genau, da hast du diesen Platz. Mit 50,4 Volumenprozent Alkohol abgefüllt, das ist das, was nach 17 Jahren der Anteil der Engel, das, was an Alkohol und Wasser verdunstet ist. Das ist der Angel Share.
Die Steuer. Wie liegt der so in Schottland? 2-4% pro Jahr. Mhm. Jetzt war ich ja mehrmals dort in dem Fasslager. Es war sehr, im Winter ist es bitterkalt und im Sommer ist es wärmer als draußen. An Nikolaus 2005 destilliert. Genau. Und am 18. April 23. 17 Jahre. 265 dunkel, Flaschen. Dunkel, blond, bernsteinwarmes Haar. Komm, lass uns mal die erste Nase nehmen. Ich brauche keinen Alkohol am Anfang. Gar nicht diesen Stich. Ja, herrlich. Kommt dieses Fass, da kommt ein leichter Rauch. Aber ich habe jetzt auch sofort Leder und diese dunklen Früchte kommen sofort durch. Ich glaube, der ist aber auch, weil man kann ihn mit Sicherheit verdünnen, aber wir hatten damals bei der Probe schon gesagt, der ist im Fass stärker im Rauch. Fantastisch. Ja, erzähl uns noch was jetzt. Erzählen wir nämlich die ganze Zeit über Edward Dauer, aber hier drauf steht Balechin. Das stimmt, ja. So, und Balechin. Und Zigarrenmalz steht drauf. Und Zigarrenmalz. Heavily peated. Heavily peated. Und Balechin ist ja eine Lost Distillery, würde man heute sagen. Und ich weiß, es gibt noch einen Bericht von dem berühmten Alfred Barnard, der zu seiner Zeit diese Reise durch alle Whisky-Destillerien damals, wann hat er gelebt? Irgendwie im 19. Jahrhundert bis Anfang 20. Genau. Um den Dreh rum. Und hat quasi den ersten großen Whiskyführer, kann man so sagen, geschrieben, über alle schottischen, englischen und irischen Destillerien. Und damals gab es Balefin noch. Heute existiert sie nicht mehr. Ich glaube, seit den Ende 20er, Anfang 30er Jahren nicht mehr. 1927. Und vor allen Dingen, die meisten wissen auch nicht, wo sie war. Aber wir haben David auch dahin geschickt. Wir haben das nämlich rausgekriegt und wir haben gesagt, das kann nicht weit von Edward Dauer gewesen sein. Und haben dann ein bisschen recherchiert und dann bist du da hingestiefelt und hast tatsächlich die Überreste gefunden. Erzähl uns davon ein bisschen was, die Überreste von Balechin. Also erstens, die Leute, die behaupten, die sei nicht da, die behaupten ja noch, jetzt nicht gegeben oder die ist nicht mehr auffindbar. Ja. Das ist ja letztendlich falsch und du hast mich ja da auf den Weg geschickt und ja, ich musste mich auch ein bisschen durchfragen, das muss ich zugeben, so ganz einfach war es jetzt nicht zu finden, aber ja, am Ende haben wir sie gefunden und da haben wir einen älteren netten Herrn getroffen, der da wohnt und seine Rosen schnitt und ich habe ihn freundlich gefragt, ob er wüsste, wo die Brennerei wäre und dann sagt er, du stehst genau davor, ich bin der Nachbar und bot dann sofort seine Hilfe an und sagte, ich gehe eben rein und ich hole jetzt die Unterlagen, ich habe noch Fotos und Unterlagen. Das war natürlich für mich klasse, super. Und dann haben wir uns, ich war mit ein paar Freunden dort, haben uns sehr gefreut und dann, das war einfach ein sehr schöner Nachmittag. Wir haben uns lange mit ihm unterhalten und vielleicht kannst du ein paar Fotos einblenden. Er hat uns dann auch diese Unterlagen zur Verfügung gestellt. Da haben wir eine Menge erfahren, ja, und das steht tatsächlich noch eine Menge von Balechin. Nicht alles, ein Teil ist abgerissen, aber ein Teil, insbesondere auch die Lagerhäuser, stehen noch. Und ja, 1810 wurde diese Brennerei gegründet und 1927 leider geschlossen. Und die Fotos sind, glaube ich, von 1907, die du auch einblendest. Also, ja, das sind Kopien von Fotos, deswegen ein bisschen schlecht zu sehen, aber trotzdem, ich versuche das einzublenden, weil das wirklich spannend ist, weil eben Balechin kennt man mittlerweile, denn Symington, von dem wir sprachen, hat sich irgendwann gesagt, Edward Dauer ist ja nie rauchig, ist ja nie getorft. Mhm. Und wenn ich das richtig verstanden habe, du hast es mir erklärt, wollte Herr Symington auch mal einen rauchigen, einen getorften rausbringen, hat gesagt, den nennen wir aber nicht Edward Dauer, sondern eben Balechin, weil ihm bekannt war, dass die, jetzt bist du im Doppelmodus. Ich hörte trotzdem zu. Dass diese Whiskys rauchig waren, die in Balechin produziert waren, die ist die getorft waren. Genau. Also hat er sich gesagt, die Namensrechte, die schnappe ich mir und nenne die rauchigen Edward Dauers Balechin. Kann man das so zusammenfassen? So kann man das zusammenfassen. Ja. Eigentlich ist es noch ein bisschen mehr, aber es hängt auch damit zusammen, dass natürlich der Whisky
Boom oder ich sage mal die Nachfrage nach getorften Whiskys mittlerweile so groß ist, dass auch Speyside und Highland Whiskys teilweise getorft werden. Und das hat Mr. Andrew Simon früh erkannt und hat dann das genauso, wie du es gerade geschildert hast, auch angefangen. 2003 war das dann, ein Jahr nachdem er die Brennerei gekauft hat, angefangen auch 10-15% im Jahr Peated Malt Whisky zu destillieren. Mit 50 ppm, das sind diese Parts per Million, bedeutet eigentlich nichts anderes als Phenolderivate am Malz. Und, okay. das ist das, was dann am Ende aber nicht in der Flasche bleibt, weil nach der Fermentation, nach der Destillation, nach der Fassreifung geht natürlich immer mehr Rauch verloren. Deswegen ist es ja auch kein erschlagener Rauch zunächst. Überhaupt nicht, finde ich ganz und gar nicht. Ich finde auch, dass er sehr... Der hast dann auch ein gewisses dunkle Früchte, Karamell ist da ein bisschen mit bei, Vanille. Oh. Und dann mit meiner schönen Paterlast, die Nummer 4. Der ist so komplex, dass man da gar nicht dass man da viel mehr Zeit für braucht. Wir beschreiben seine Aromen ein wenig, aber wir werden ihn natürlich nicht bewerten, sondern überlassen die Bewertung Ihnen und würden uns natürlich wahnsinnig freuen, wenn Sie uns, falls Sie einer Flasche habhaft werden, das sind ja nur 265. Ein paar behältst du, ein paar behalte ich. Wo Sie den bekommen, bei Whisky und Art, bei dir, du hast das übernommen freundlicherweise. Das verlinke ich natürlich unten. Zum Preis müssen wir vielleicht aber was sagen, das können wir zum Schluss machen. Er ist nicht billig, aber meines Erachtens nach billig machen wir nicht. Keine Tassen, keine T-Shirts, Kunstdrucke, Linolschnitte. Und 17 Jahre alten Single Malt. 17 Jahre alten Single Malt. Und aus Zigarren dazu. Aus einem Juwel, aus einem kleinen Juwel Schottlands, wie so oben aufsteht. Ja. Aber der Abgang ist so lang, ne? Mhm. Ich hole hier mal meinen Ring. Ledernoten hat er. Damit dieses Ölige, dieses Weiche, damit hat es auch was auf sich. Der Morton Refrigerator. Ganz genau. Erzähl uns was zu dem Ding. Das ist ja, wird doch heute nicht mehr eingesetzt. Ich denke, das ist der letzte seiner Art. Ja. Und wurde 1933 gebaut. Nur der ging jetzt neulich auch. Der gab seinen Geist auf in der Edradauer Brennerei. Und was hätte jetzt Andrew Simon machen können? Er hätte sich einen modernen Wärmetauscher kaufen können und hätte dann auch die Würze, das Wort, runterkühlen können. Aber er hat dieses Teil, diesen Morton Refrigerator, das nennt sich eigentlich Morton Kühlschrank oder eigentlich besser Kühlbecken, er hat das exakt nachbauen lassen aus Edelstahl, genau so, also auf den Zentimeter genau, weil er diesen Brennereicharakter, diesen Hausstil von Edradauer so beibehalten wollte. Und das ist früher war das eine weit verbreitete Methode, oder? Ja, genau. Also Alfred Barnard schrieb ja in seinem Buch The Whiskey Distilleries of the United Kingdom, schrieb er unter anderem auch, dass von seinen 162 Brennereien, die er besucht hat, allerdings auch ein paar in Irland und auch welche in England, hatten 27 von den Distillerien hatten diesen sogenannten Morton Refrigerator. Doch, nicht so wenig. Ja, es war ein Fünftel, ein Sechstel, ne? Das ist schon eine Menge. Also es war damals schon gebräuchlich. Mhm. Und der sorgt dafür, weil da wieder die Würze. Erklär mal die Funktionsweise. Das ist ein großes Becken. So groß ist es gar nicht. Vielleicht so wie ein 2 Meter? Wie ein Kicker. Wie ein Kicker. Wie ein Kickertisch. Ja. Sieht auch irgendwie aus. Genau, mit so Lamellen, nur dass da keine Spieler dran sind. Und da wird halt die Würze, da wird ja vorher wird ja der Zucker aus der Gerste rausgewaschen, rausgekocht. Und die Würze wird dann wieder abgekühlt, bevor sie in die Washbacks kommt. Und dafür benutzt Edradauer Distillery diesen Morton Refrigerator. Das heißt, er kühlt sich nur an dem Stahl ab? Ja, genau. An den Lamellen. An den Lamellen des Stahls. Die werden Wasser gekühlt, genau. Ah ja. Und da wird die Würze runtergekühlt, bevor sie dann wieder zu einem nicht gehopften Bier fermentiert. Und das ist tatsächlich so, dass diese Cremigkeit, die Öligkeit, ganz genau, soll daher kommen, ja, sagt Simon. Das ist das. Diese ölige Textur. Das hat keinen Einfluss auf den Geschmack oder auf das Aroma, auf das Bouquet. Aber auch aufs Mundgefühl. Genau, auf das Mundgefühl, auf die Textur. Er wird öliger, er wird ein bisschen cremiger, seidiger. Das, was du so bei dem David auf Zigarren liebst, du hattest es mal beschrieben, wenn du der Qualm, der wäre fast schon kaubar oder cremig. Ja. Und das ist, so kann man das hier ungefähr vergleichen. Und trotzdem hat er eine unheimlich schöne Würze. Ja, und das Holz kommt auch durch, die Eiche ist da. Ja. Um
Und diese tropischen Früchte, die schon fast überreif sind, als würden sie schon ein paar Fruchtfliegen draufsetzen. Hattest du damals auch gesagt? Ja? Ja. Ja, bei dem. Als wir den probiert haben. Achso, okay. Ja. Unglaublich. Ich dachte dem Anrufvideo. Nee, bei den Proben hierzu. Das schneide ich rein. Die Stelle finde ich. Den werden wir mitgeschnitten. Also das ist auf jeden Fall sehr komplex. Was hier in 17 Jahren halt passiert ist, man muss sich vorstellen, das Fass, dieses Bordeaux Hoxhead, das atmet ja wie eine Lunge. Und jetzt war ich ja im November in dem Lagerhaus, es war sehr kalt. Und da zieht sich die Flüssigkeit zusammen, da zieht das Fass Sauerstoff rein. Da passiert dann eine Menge Chemie mit den Säuren und dann, wir sprechen da von der sogenannten oxidativen Reibung. Und da entstehen dann in diesem hohen Alter Aromen wie Leder, Tabak, aber kein abgebrannter Tabak. Und das ist tatsächlich nicht nur jetzt eine Assoziation, weil wir gerade Zigarre rauchen, sondern diese Aromen sind da. Die sind da. Das war ja auch das, was wir gedacht haben, wenn wir in Richtung Zigarrenholz denken. Mhm. Und dann haben diese Aromen, die auch sich in der Zigarre, in einem guten Zigarrenblend wiederfinden. Wenn man die da hat, das war ja auch letzten Endes auch mit ausschlaggebend. Die anderen waren ja auch nicht schlecht, die über mitgebracht hat, das waren auch Granaten. Aber da haben wir gesagt, das ist, den kannst du eben so als Single Malt Liebhaber, aber auch als Zigarren Liebhaber, passt. Die Rohre habe ich ein bisschen vernachlässigt hier. Ja, ich habe auch einen Schiefbrand, aber das ist bei Havanna ja noch nicht selten. Das ist leider in letzter Zeit. So fähig, alles gleichzeitig zu bedienen. Ja. Weißt du. Das ist heute unser Jubiläums-Whisky, Jubiläumsvideo. Wir dürfen machen, was wir wollen. Aber Rauchigkeit, heavily peated, empfinde ich jetzt nicht als heavily. Also, das ist also. Wie soll man das beschreiben? Das ist eher ergänzend, oder? Das ist jetzt nicht, dass der Rauch so dominiert, dass man jetzt von einem. Rauchmonster dazu? Nee, richtig. Apropos Monster. David. Kam jetzt ein bisschen komisch rüber. Ja, allerdings. Aber ich wollte wieder auf deine Kunst kommen. Mhm. Und zwar warst du übrigens genau wie ich als Kind fasziniert, sowohl von den Klassiker-Horrorfilmen des Grauens, Nosferatu, die 20er Jahre, Frankenstein, und bis hin zu den B-Movies von Jack Arnold. Waren das B-Movies für dich? Das waren schon. Ich heute noch ein also, ja, aber es waren schon irgendwann so der Schreckenbauer oder sowas. Ich hatte wirklich Angst davor. Ja. Bei mir war es eher Tarantula. Okay. Da wusste ich, die ist eine überlebensgroße, echte Spindel vergrößert. Das wusstest du? Das wusste ich schon. Aber das Sumpfmonster war mir nicht geholfen. Auf jeden Fall haben dich die ja auch inspiriert. Ja. Du hast eine Serie Classic Monster Movies gemacht. Und dazu schauen wir uns jetzt mal einen Götterfunk an. Schon was her. Ja, aber es hat, ist schon was her, aber es hat mich ja nur fasziniert. Und da schauen wir mal rein, was daraus geworden ist. Inspiriert von den Protagonisten des Grauens der Horrorfilme der 20er bis 50er Jahre, malte David Christopher eine Reihe, die er treffend Classic Monster Movies nannte und in der er sich mit den ausdrucksstarken Charakteren inhaltlich auseinandersetzt. Das durch Boris Karloffs intensive Darstellung zu einer Ikone der Populärkultur gewordene Antlitz des von Frankenstein, dem neuen Prometheus, so der Untertitel von Mary Shelleys Roman, erschaffenen Monsters, verbildlicht das erschreckend gescheiterte Ergebnis menschlicher respektive wissenschaftlicher Hybris und ist im Zeitalter künstlicher Intelligenz vielleicht aktueller denn je. David gibt es in seiner schlichtestmöglichsten Adaption wieder und ermöglicht so den Blick in den Spiegel der Gefahr, die in der Traurigkeit einer stummen Naivität liegt, einer Kraft, einer Unpersönlichkeit, die sich ihrer selbst nicht bewusst, ihren Daseinszweck als Zweck an sich nicht erkennen kann, mangels Liebe oder Liebensfähigkeit. Bei King Kong,
dessen Ende auf dem Empire State Building im Film voller Dramatik und Bewegung ist, fängt David vor allem noch einmal das auch im Kino immer wieder aufdämmernde innere Leiden der missverstandenen und gequälten Kreatur ein. Schlicht, still, ja, wehrlos lässt der Maler uns durch ein wenig Farbe im Blick des Giganten in eine zarte und verletzte Seele schauen. Ganz anders sein Umgang mit der Gestalt des Nosferatu, die David immer wieder in ihren Bann zog. Jener filmische Urvampir wird als das dargestellt, was er ist, das lustvoll Böse, das getriebene, aber auch perfide, planerische, machtvoll Diktatorische. David setzt auch hier mehr als auf die blutsaugenden Nadelzähne und knöchrigen, mit Fingernagelklingen bewaffneten Hände auf den Blick, indem er das eine Auge dunkel mit übergroßer schwarzer Iris und kleiner heller Pupille und das andere hell, fast weiß, nahezu irislos mit einer reptilienhaften schwarzen Pupille wiedergibt. So entsteht Angst und Irritation im Angesicht auch des vielleicht eigenen Getriebenseins. Ein Abzug mit hypnotischer Wirkung aus dem Entwicklungsraum des eigenen Unterbewusstseins. Die Beschäftigung mit Nosferatu hat David zu einer weiteren und bis heute erfolgreichen Serie inspiriert, die mit ironischem Unterton auf seine zweite Leidenschaft, den Whisky, verweist. Drink Scotch, no blood, lautet der Obertitel einer Reihe von auch als Druck erhältlichen Bildern, in denen der Maler einzelne markante Szenen des Stummfilmklassikers herausgreift und den Grusel durch eine Art moralisches Graffiti persifliert und so seine künstlerische Stimme augenzwinkernd für Genuss, aber auch für Gewaltfreiheit erhebt. Übrigens eine nette Geschichte am Rande der Nosferatu. Weißt du, dass der eigentlich nicht existieren dürfte? Der Film? Nein. Das Drehbuch basiert lose auf dem Roman Dracula von Bram Stoker. Ja, das stimmt. Und die Witwe von Bram Stoker hat Mono verklagt. Und es mussten dann anfänglich nicht alle, aber später mussten tatsächlich alle Filmrollen eingesammelt und vernichtet werden. Deswegen gibt es jetzt auch noch verschiedene Fassungen, weil es vorher Kopien gab, unterschiedliche Schnittversionen. Das ist eine ganz interessante Bemerkung am Rande, wo wir eh schon so viel schwätzen. Noch etwas aus dem Hause, Besserwisser kann niemand leiden. Boris Karloff, der Frankensteins Monster, so fantastisch dargestellt hat. Später auch die Mumie, aber Frankensteins Monster hat er so dargestellt, und der Film hieß ja nur Frankenstein, dass noch heute aufgrund seiner Darstellung viele Leute glauben, Frankenstein sei nicht der Doktor, der das Monster erschaffen hat, sondern das Monster selber. Ja. Das liegt an Boris Karloffs intensiver Darstellung. Denken die Leute immer, Frankenstein, das ist doch das Monster. Nee, Frankenstein war natürlich der Arzt, der das Monster erschaffen hat. Aber das ist wirklich Boris Karloff auch zu verdanken. Kommt das auch von Mary Shelleys Frankenstein? Ja, das ist Mary Shelleys Frankenstein. Oder der moderne Prometheus, heißt das so. Ganz genau, ganz genau. Weil es ja auch darum geht, der Prometheus hat den Menschen erschaffen in der griechischen Mythologie. Und hier versucht einer auch einen Menschen zu erschaffen. Hochaktuelles Thema eigentlich. Auch wenn man jetzt, heute haben wir auch in der Götterfunk, habe ich was dazu gesagt. Oder das werde ich was dazu sagen. Gibt ihr den Buch hingelegt? Du hast mir den Buch, wofür brauchst du denn den Buch? Ich brauche das jetzt einfach nur würdigen. Ich soll den würdigen, ist ja so schön, oder? Gegen eine Schere niemals eine Chance. Das ist das Spiel. Boa gegen Schere. Sollen wir den denn mal verdünnt probieren? Dann binden wir Miss Götterfunken nochmal rein. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Sind
vorgedrängelt, aber du hast eben viel eher getrunken als ich. Ja, das stimmt. Und ich weiß auch nicht, warum wir jetzt hier im Juni, im Juni bei der Hitze. Achso, ja, ich musste mich meines Jacketts entlegen. Das könnte auch von dem Ballerin kommen, dass mir ein bisschen warm geworden ist. Das könnte durchaus, ja. Dann gucken wir ein bisschen stilles Wasser. Ja, jetzt ist noch der Rauch, tritt ein bisschen zurück in den Hintergrund und noch ein bisschen mehr Vanille und auch dieses Karamell kommt jetzt durch. Im Gegensatz zu den Früchten. Freunde, das ist wirklich schön. Noch was Interessantes zu Edward Dow. Du hattest gesagt, die arbeiten überhaupt nicht mit moderner Technik. Alles fast wie im 19. Jahrhundert. Genau. Der Abgang ist ein bisschen sehr intensiv. Die arbeiten ohne Computer. Alles wird wie früher von Hand gemacht. Und ich habe diese Prozesse beobachten dürfen. Ich habe keine Computer entdeckt. Und auch die Potstills sind sehr klein. Kleine, gedrungene Potstills mit einem absenkenden Schwanenhals. Das heißt, der Hausstil, auch wieder auf das Thema kurz, das ist wieder ein sehr intensiver Malt. Nichts, also kein feiner, filigraner New Make, der da kommt. Und als ich an dem Spirit Safe stand, und der war, die Scheiben waren noch nicht. Erklärst du kurz, was Spirit Safe ist? Ja, der Spirit Safe, das ist ein Gerät, wo quasi Vor-, Mittellauf und Nachlauf sich voneinander trennt und wo dann diese Kästen sind vom Zoll verblombt und da wird natürlich dann der New Make, der Roh-Whisky, der dann da klarsichtig durchfließt, wird dann quasi aufgefangen. Mhm. Im Groben, ne? Also es ist jetzt nur grob erklärt. Und da waren die Fenster auf Kipp, der ist ja natürlich zu, ne? Da hat ja nur der Zollbeamte einen Schlüssel für. Und da roch es in unmittelbarer Nähe, roch es so unglaublich nach Bier, ne? nach überreifer Bier. Ne? Aber wenn man dann diesen New Make im Glas hat und den etwas stehen lässt, dann geht die Birne zurück und dann kommt viel mehr Getreide. Und das ist dann so auch der Hausstil von Edward. Bisschen Getreide, bisschen Birne, sehr fruchtig und das sehr, sehr schwer und sehr ölig. So kann man es beschreiben und durch die Vielfalt der vielen Fässer. Aber verwirr unsere Zuschauer jetzt nicht, damit sind wir bei Edward Dower, bei Ballerfin sieht die Sache. Es ist zwar dieselbe Methode, aber von, weil du jetzt gerade sagst, Birne habe ich hier nicht. Die Birne ist ja eigentlich das. Und nur im New Make. Das ist die eigentlich dann während der Destillation und während der Fermentation entsteht. Das sind dann diese Noten, die aber dann auch natürlich bei der Fassreifung dann auch wieder ein bisschen zurückgeht. Die kommt hier auch nicht so extrem durch, aber das Getreide. Das kommt dann durch. Malzigkeit, das Getreide kommt durch. Genau. Ein bisschen, natürlich ist ein bisschen Torf, ist ein bisschen Rauch da. Dem einen oder anderen wird es vielleicht wirklich viel sein, aber wie gesagt, gemessen an dem, was man erwartet, vielleicht nicht bietet. Also dieser rauchige Whisky wird ja auf exakt den gleichen Anlagen gebrannt. Mhm. Außer, dass man da nur 10-15% von dem Rauchwhisky im Jahr circa produziert. Ich sehe, du kommst wieder ins Schwärmen. Ja. Ja, das ist wirklich schön. Es wird auch nicht viel produziert. Auch wenn man sich 2018 verdoppelt hat von der Produktionskapazität. Die Leute sagen im Netz, oder man hört es, dass man 500.000 Liter Produktionskapazität hat, aber das wird natürlich nicht ausgeschöpft. Ich hatte mit dem Herrn gesprochen vor Ort, der mir dann erklärt hat, wenn das Wasser mal zufriert, wenn der Bach zufriert, also die Quelle, die sie brauchen für ihren Whisky, dann wird die Produktion einfach ein paar Tage eingestellt. Edward Dower, der Name, wo du gerade Quelle sagst, das kommt von dem Fluss? Ja, eigentlich kommt es aus dem Gälischen, der Wort, und das sind eigentlich drei Wörter, Eder, da, Doba. Und das heißt übersetzt sowas wie zwischen zwei Wassern oder Wässern. Ah, und das also ist auf den Mesopotamien. Das ist auf den Edward Dower Burn oder auf den Kinnett Burn zurückzuführen. Wir haben also hier den Whisky aus dem Zweistromland. So kann man sagen. Ja. Das ist nicht schlecht. Und der Bach Edward Dower Burn fließt direkt durch die Brennerei, also trennt quasi die Brennerei auf eigentlich. Jetzt habe ich ihn ausgehen lassen. Und Ballerin, weißt du, wo das herkommt? Das ist ja eine Ortschaftsname oder sowas, der auch gälisch irgendwie etwas anders heißt. Ne? Ja, es wurde auch teilweise Ballerin genannt. Ha? Ballerin. Ich meine, auf diesem Ortsschild, was du da stand noch ein anderer ähnlicher Name drunter. Mhm. Müssen wir mal gucken. Jetzt hast du mich wieder erwischt. Habe ich dich wieder erwischt, ne?
ist immer so von lauter Fakten. Das ist das Schöne, er ist immer so perfekt vorbereitet. Das stimmt nicht. Doch, du hast also das Wissen wirklich drauf und du hast ja auch mal ein bisschen Wissen im Weg. Du schickst mich auch immer wieder an einen Ort. Ja. Irgendwann muss es ja auch hängen bleiben. Wenn man jetzt viermal zur Eldredauer geht. Ja gut, ne? Wiederholen. Du bist auch eine Frage, ne? Du hast alle möglichen Destillerien gemalt. Eldredauer ist nicht dabei. Warum? Das stimmt, das habe ich nicht gemalt. Kann ich nicht beantworten. Kann ja noch kommen. Obwohl sie sehr malerisch aussieht. Von dieses weiß getünchte ja, ja. Und dann in diese Landschaft eingeschmiegt, das ist schon schön. Mit dem Rot, ja. Was hast du hier zur Verdünnung? Ich finde, von der Nase her hat er sich sehr verändert. Er ist erstmal kommt dann mehr von diesem Vanillepudding durch. Und ja. Der Rauch geht zurück. Kaum noch, oder? Da kommt jetzt. Also der Rauch tritt im Hintergrund. Ja, aber er ist noch da. Er ist noch. Oh, Maro, du hast recht. Und hat so eine leicht parfümierte Note jetzt. So was Florales auch. Ja. Ich finde den nicht schlecht verdünnt, ehrlich gesagt. Parfümierte Note, floral, blumig, etwas mehr Frucht zu den dunklen Früchten, zu den tropischen Früchten, zu dem Karamell gesellt sich jetzt wirklich diese und unter Malzigkeit gesellt sich jetzt wirklich dieses Blumige so ein bisschen dazu. Hast du völlig recht, ja. Ich finde mit Wasser, ich bin ja eigentlich nicht so ein Fan vom Verdünnen. Und ich finde es hier mit Wasser sogar ganz gut. Und das hört man nicht oft von mir. Ja, obwohl ich ihn auch sehr gut verdünnt. Absolut, beides ist hier möglich. Ne? Wir geben den Zuschauern jetzt noch einen eitlen Götterfunken von mir. Eitel. Der dem Namen nach eigentlich hätte am Beginn des Videos stehen müssen und steht er relativ am Ende. Bevor wir dazu kommen, diesem Whisky kein Zeugnis auszustellen. Bis gleich. Genesis. Die wilden Worte tanzen wie Schamanen mir im Kopf. Ihr rhythmisch Stampfen lässt den Sinn entfliehen. Im Rausche Laute nur wie Fetzen ziehen vorbei. Es sei, ich greif mit Willkür in den brodelnd heißen Topf und werf die Silben einfach aufs Papier, bis dass der Schwindel siegt. Ich sinke nieder, der Tanz verfliegt. Erwache wieder und steh staunend vor dem Versgebäude hier. Thank you.
David, noch was zum Pairing von deiner Warte aus? Das ist ja wirklich, obwohl es auch Kuba ist, ein ganz anderer Charakter als meine kräftige Bartagast, die milde Hoyo. Genau. Mit, ja. Wie ist das bei dir? Ich finde, dass sich die Aromen der Zigarre und die des Whiskys hier einfach wunderbar ergänzen. Das harmoniert und das passt für mich. Das ist für mich schlüssig. Ich bin mit dem kubanischen Tabak, das ist jetzt schwer zu bekommen. Ne? Man kann das jetzt nicht so leicht unbedingt dann nachvollziehen vielleicht. Aber es passt gut. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es zu anderen Zigarren auch gut passt. Ja, wir hatten ja, was hatten wir beim Test? Ich glaube, du hattest eine Cigar Kings mit dabei. Wir hatten ja verschiedene Zigarren, damit das passt. Und Davidoff hatte ich, hatte aber auch noch eine kubanische. Ich hatte, glaube ich, auch eine D-Nummer 4 dabei. Wir hatten ja verschiedene Zigarren, damit das auch wirklich eine Bandbreite abdeckt. Ja. Weil Zigarrenliebhaber so unterschiedlich rauchen, wie Whiskyliebhaber unterschiedlich trinken. Und da sollte er eine große Bandbreite abdecken. Wenn wir jetzt das Nichtzeugnis einblenden, also ohne Götterfunkenbewertung, dann listen wir vielleicht nochmal eben alles auf, was er hat und was er bietet. 17 Jahre, die Daten, Bordeaux First Fill. First Fill, ja. Da ist aber nichts anderes drin, außer der Weiß, Süß oder Rotwein aus dem Bordelais. Und es ist vom Barrique her, vom Fass her, von der ersten, wirklich die allererste, wenn Sie ihn probieren, die allererste Kopfnote, achten Sie mal darauf und wenn Sie ein Weinglas in der Nähe haben, in Bordeaux, auch mal daran schnuppern, finde ich hochinteressant. Habe ich so noch nicht erlebt. Übrigens, was ich spannend fand, du hattest das erzählt, als wir zurückgemeldet haben, welchen wir haben wollten. Ja. Was sagte der da zu dem Bordeaux-Fass? Da sagte der gute André, dass das eine sehr gute Wahl ist. Ne? Ja. Weil die Bordeaux-Fässer sind sehr selten geworden, auch bei älterer Dauer Distillery. Und da waren nicht mehr so ganz viele zu sehen. Ich glaube, 4-5 Stück habe ich noch gesehen. Und es ist auch nie, ist nie sichergestellt, dass die Fässer auch nochmal wiederkommen. Es kann sein, dass es hier eins der letzten 4-5 Bordeaux-Fässer ist. Und er ist ja auch relativ früh, denn Summington hat ja angefangen mit Balachin, also mit Rauching 2-2, 2-3. Und der ist auch 2-5. Genau. Und hat dann 17 Jahre geschlummert, eigentlich sogar etwas mehr. Genau. 17 Jahre und ein paar Monate. Was wir noch dazu sagen müssen, was vielleicht heute nicht ganz selbstverständlich ist, er ist nicht gefärbt. Genau, nicht gefärbt. Die Farbe ist, kommt tatsächlich vom Holz. Ja, ja, diese intensive, wunderschöne Farbe ist wirklich allein durch die Fasslagerung entstanden. Aber was ich interessant finde, ist, dass die Zigarre ja bei mir eigentlich sehr mild ist, aber der Whisky, finde ich, vom Charakter eigentlich eher kräftig ist. Ja. Und das ergänzt sich hier schön. Jetzt hast du aber eine kräftige Zigarre. Und da passt es eben auch gut, weil sie sich nicht gegenseitig erschlagen. Okay. Sie konkurrieren auch nicht miteinander, sondern sie ergänzen sich in diesem Fall. Mhm. Und bei der milden Zigarre, ich hatte ja im Tasting eine Davidoff, die recht mild war, da war das schön, da hob der nochmal diese weinigen Aromen, da hob die Zigarre nochmal diese fruchtigen Aromen etwas an. Und hier die Bartagast, die hebt die rauchigen Aromen etwas, die würzigen, die malzigen Aromen. Also den auch mal mit unterschiedlichen Zigarren zu probieren, hat auch etwas. Aber auch ihn einfach nur pur zu genießen. Ja, auch ohne Zigarre. Aber was kostet uns der Genuss? Wollten eigentlich so günstig wie möglich. Aber wir hatten natürlich Vorgaben und ich finde es aber relativ fair, wir sind bei knapp 160 Euro. Genau. Also knapp 160 Euro kostet die Flasche, natürlich auf das Fass limitiert. Was sagst du eben? 265 Flaschen. Und wie gesagt, wechselt, ist der Whisky Geschichte. Dann ist er Geschichte. Sei denn. Aber sie haben dann eine Erinnerung an Götterfunken, an den Schnitt, den sie ja auch im Original beziehen können. Also das ist doch, denke ich, eine schöne Erinnerung an 10 Jahre Götterfunken, für das wir uns nochmal ganz, ganz herzlich bedanken. Das stimmt. Und am Ende, Dave, bleibt uns sozusagen, manchmal ist ein Whisky auch mehr als nur ein Whisky.